Happy birthday to again. You. So, was haben wir gegessen? Wir haben gerade, nicht wie heisst es? Ich weiss es nicht mehr. Irgendwelche, gefüllt. Irgendetwas gefüllt, zwei. Dorobien, sie. Und das haben wir jetzt gegessen. Und jetzt haben wir noch Tamales. Und Pancakes. Pancakes. Vegan Pancakes, finally. Hey, happy birthday. Danke. It's Negroni time. It's Negroni time! Wir suchen jetzt in der Stadt den Negroni für ihren Geburtstag. Bis dann! Negroni! Was haben wir hier? Wir haben hier mexikanische Prosecco oder Champis oder was auch immer. Ja. Muss das jetzt? Wir haben mexikanische Whisky. Ja. Und wir haben mexikanische Schnaps. Posch. Posch, ja. Oder? Posch. 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 Aus Mais gemacht, den wir probieren jetzt. Also Noemi probiert jetzt als erstes. Wie schmeckt's? Das ist also ein Zitat nicht. Okay. Sehr stark. Nicht so heiss. Spezieller Geschmack. Und Nick? Deine Gedanken? Das ist echt pur auch. Du bist auch ein bisschen Nagellack entfernt. Ja, nicht so mies. Hey, sind jetzt die Leute drin? Schon niemand da? Es ist cerrado? Cerrado. Ah, okay. Ah, okay. Okay, okay. Mega toll, ob's essen und es ist zu. Wo gehen wir hin? Es ist für Zeit. Es ist 9:30. Schon. Ja. Dammit! Happy birthday to you.
Wir genießen noch gerade die letzten Strahlen Sonne, bevor das Gewitter kommt. Also da hinten rollt das Gewitter an, hinter uns so. Also ich glaube, es gibt noch eine Stunde. So eine Stunde, zwei Sonne und dann regnet es, glaube ich, bis nächste Woche. Ich bin das bisschen. Ich glaube, es ist viel zu viel Negroni. Viel zu viel Negroni. No! Bibimba, 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 bibimba. Yes, I love her so much. That's my person. Ich habe eine Suppe, die blubbert. Mit 7 Tofu drin, glaube ich. 6. Nummer 6? Oh nein. Nummer 6. Sag mal, das Bibimbap. Das ist nice. Das ist mega heiß. Schön am Anhocken. Wir gehen ausgecheckt in San Cristobal. Und gehen jetzt auf den Flughafen. Richtung Cancun. Und nachher. Hä? Nein, ich bin nicht ins Gacki gestanden. ja, wir gehen auf Cancun. Dann runter Richtung Playa del Carmen. Und sind wir dort zwei Nächte. Wieder mal am Strand. Ja, wir freuen uns. Es ist ein bisschen eng hier. Oh,